Hi ihr Lieben, mein Name ist Marianne Schauten von Flowers by Schauten und heute treffen sich wirklich die Kontraste von wirklich puderzarten, wunderschönen Blumen zu ganz rustikalen, wirklich solche recycelten Schalen. Und das möchte ich heute ganz gerne kombinieren und euch zeigen, wie unterschiedlich man das anwenden kann. Man kann wirklich bei diesem Industry-Style bleiben, man kann es aber auch ganz elegant und natürlich lösen. Und ich möchte euch gerne erstmal die Materialien vorstellen, die ich heute mitgebracht habe. Und dann zaubern wir wieder was Schönes. Dann habe ich einmal Spinosa, Kastanien, Tulpen an der Zwiebel, wunderschöne Ranunkeln, Skabiosen ganz zart, wunderschöne Disteln, unterschiedliche gefärbte Eier, Pinholder mit Klebekit und Steckmasse. Also ihr seht das schon, dass es was Frisches sein wird. Und ja, ich finde einfach diese Ranunkeln wunderschön mit diesen feinen kleinen Blättern. Die sehen ganz toll aus. Und eigentlich sehr ähnlich mit der Skabiose, wenn man sich das so anschaut. Ganz toll, also ganz interessant. Und das möchte ich heute auch gerne ein bisschen in Szene setzen in dieser Schale. Das ist halt so aus recyceltem Metall. Die sind ganz unterschiedlich, fallen die aus. Finde ich sehr cool. Und ich hatte da letztes Jahr schon ein Video mit gezeigt. Das könnt ihr einmal hier oben anschauen. Das war mit Schneeglöckchen oder war das schon vor 2 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Aber so kann man auch sehen, wie unterschiedlich man so eine Schale verwenden kann. Und ich möchte das jetzt gerne mit frisch machen. Dafür werde ich noch ein Stückchen Folie reinlegen, um die Schale ein bisschen zu schützen. Und da habe ich einmal die Steckmasse. Die werde ich aber noch radikal verkleinern. Da brauche ich gar nicht so viel von. Ich werde das einfach mal halbieren und dann einmal reinsetzen. Und ich möchte das gerne einmal als Quadrat haben. Und dann setze ich das hier hinein. Wunderbar. Ich werde die Ecken so ein bisschen abrunden. Und ja, ich habe wirklich diese getrockneten Materialien wie diese Spinosa damit reingesetzt. Man kann auch getrockneten Thymian nehmen oder man schaut einfach mal, was noch so auf dem Boden an Laub und an Resten ist. Ich finde ja gerade diese Kontraste sehr schön. Ich stecke das hinein, ich lege es hinein. Das soll einfach so die Basis sein und das wird so eine Art Nest, sage ich mal. Und dann kommen natürlich in einem Nest auch Eier hinein. Man kann jetzt die Blumen jetzt schon ganz kompakt reinsetzen, finde ich auch sehr schön. Aber man kann auch diese Eier dazu nehmen. Und das Gute ist bei solchen Eiern, da kann man natürlich auch, guck, ich habe sie nicht selber alle ausgepustet, einfach ein Loch hineinmachen. Und dann kann man diese Blüten hier hineinsetzen. Und das finde ich auch witzig, einfach auf Vasen, ne? Kann man das so reinsetzen. Ich werde es jetzt einfach so machen, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer und setze diese Eier hier und da einfach in dem Nest hinein und mache so ein kleines Nest daraus. Da kommen ein paar Eier, die Blumen kommen ein bisschen niedriger und das fülle ich jetzt erstmal. So, ich zauber da noch so kleine Federchen rein und dann ist eigentlich dieses Nest aus frischen Blumen, aus Eiern soweit fertig. Witzig wäre jetzt als Kontrast einfach noch vielleicht so Schokoeier, die in diesem Aluzeug da eingepackt sind, damit man noch so ein shiny Objekt hat. Ansonsten, wer es natürlich mag, finde ich dies wirklich eine sehr, sehr coole Deko, weil da sehr viele Kontraste sind und auch von den Blumen her, es muss schon was Knalliges sein. Ich habe das teils direkt in der Steckmasse reingesetzt oder halt wirklich mit diesem Ei da durchgesteckt, um es noch so ein bisschen interessanter zu machen mit Höhen und Tiefen. Und wenn man so eine Zwiebel so seitlich hineinstecken möchte, dann muss man einfach in der Zwiebel seitlich hineinpieken. Am besten 2 Schaschlikstäbe und dann kann man die wunderbar hineinsetzen. Auch wenn man Frischmusikranz oder so hat, kann man die so immer sehr, sehr schön verarbeiten in Gestecken. Und ich habe euch ja verraten, dass ich ich bin gerade am gucken, wo vorne und wo hinten ist. Also das Gesteck ist wirklich von allen Seiten sehr, sehr schön. Und ich hatte gesagt, dass ich euch unterschiedliche Variationen zeigen wollte. Also das ist wirklich
was sehr Besonderes, vielleicht nicht für jedermann. Hier habe ich etwas anderes gestaltet, ein bisschen schlichter. Das ist jetzt eher so ein Tablett, ganz cool mit den erhöhten Füßen. Und ich habe das jetzt einfach mal mit Gelb und Schwarz kombiniert. Ja, schon sehr österlich mit so einem Silberhasen, ein bisschen Polstermoos, wenn das zu rustikal ist, kann man sowas noch auslegen. Man kann das noch mit ein paar Steinen oder ein paar Wachteleier füllen. Und ich habe jetzt einfach wieder den Klassiker, die gelben Osterkerzen rausgesucht. Und ich finde, dieses echt so ein mega kontrastreiches Tablett, weil dies hier wirkt so ein bisschen antik. Dann mit diesen Eierkerzen wirkt sehr antik mit den Bauernsilber. Und dann dieses klare, skandinavische, diese simplen Glasvasen einfach mit einer Kerze oder mit einer Hyazinthe. Also ich weiß nicht, wer diese Hyazinthengläser kennt. Also ich kenne die noch von früher und die dürfen definitiv ihr Comeback feiern, weil ich finde die momentan total schön, wenn dann die Hyazinthe rauskommt, ein, zwei Federn und dann hat man eine ganz tolle Geschichte fertig. Und für diejenigen, die es eher ein bisschen natürlicher mögen, okay, ich habe da noch mal so ein paar Kitschies reingesetzt hier, gibt es auch so längliche Schalen und da habe ich jetzt einfach Holzscheiben reingelegt. Und da dachte ich einfach, diese Zwiebelgewächse, ich zeige euch das mal einmal. Ich bin da schon mal mit gestartet. Schneide das einfach vom Ballen ab und guck, da befreien sich schon die ersten. Und dann kann man diese Zwiebeln da einfach zwischensetzen. Und letztens hat noch eine Zuschauerin geschrieben, oh, ich habe die Zwiebeln sauber gemacht und einfach ins Glas reingelegt aus Moos. Also dann, es stimmt, die Zwiebeln gehen da nicht ein, auf, sondern die schlafen ein. Das Moos muss natürlich leicht feucht gehalten werden, dass die Zwiebelchen auch leicht feucht sind. Also das ist die einzigste Art und Weise, wie man das machen kann. Und ich habe hier ja so wunderschöne Deko-Elemente, jetzt nochmal auf den Zwiebeln. Also ich, ja, ich hoffe, ihr kommt alle mit. Hier habe ich diese kleinen Küken, die setze ich dazwischen. Dann kann ich da auch mal eine Kerze oder so dazustellen. Oder mal eine tolle Vase oder so dazu. Schau mal, hier habe ich schon eine Vase, vielleicht eine mehr. Guck, die könnte man noch hier hinstellen. Und so kann man halt natürlich auch ein Tablett ganz anders gestalten als eben. So ein bisschen länglicher, ein bisschen natürlicher. Man kann das sonst auch mit ganz viel mit Blaubeerkraut noch auffüllen und dann einfach ein paar Eier reinsetzen. Also man kann es ganz unterschiedlich gestalten. Und ich hoffe, euch haben die Deko-Ideen ja, gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne liken. Und ich bin natürlich wieder gespannt, was euer Lieblingsteil ist. Euch wünsche ich eine kreative Woche, einen schönen Sonntag und hoffentlich wieder mit so wunderschönem Wetter wie letzte Woche. Tschüss! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. So, ich bin die Sachen gerade hier am Aufräumen. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, dann klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber immer wunderschöne Blumendekorationen sehen möchte, mit Blumen, mit Pflanzen, dann seid ihr richtig beim Channel. Abonniert mich einfach hier oben kostenfrei. Und wenn ihr aufs Glöckchen drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn wieder ein neues Video kommt.